Hallo, Ralf Paschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe. Heute habe ich mal wieder das Vergnügen, ein absolutes Traditionsprodukt englischer Provenienz vorstellen zu dürfen. Es handelt sich um ein Flintenpaar aus dem Hause Boss & Co. Boss & Co. ist einer der drei großen englischen Namen der Premier Brands mit Stammsitz in London, der bis heute nicht nur legendäre Qualitäten, sondern auch legendäre Qualitäten zu legendären Preisen fertigt. Ein Flintenpaar von Boss ist heute mit Sicherheit innerhalb des Preisgefüges die Spitze des Eisberges und ein echter Luxusartikel. Aber das war ja auch früher schon. 1906 hat dieses Pärchen das Licht der Welt erblickt. Ich habe eben noch mal in den Ledgers überprüft, diese traumhaft schöne und für Boss absolut typische Rose und Scroll Gravur ist in dem Fall dieses Pärchen nicht von Jack Sumner graviert worden, sondern einer seiner Assistenten hat hier in mindestens gleicher Qualität seiner Kunst freien Lauf gelassen. Dieses Flintenpaar zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass es antik ist, weil über 100 Jahre, sondern antik und auch höchst belastbar. Denn im Jahre 1965 hat man bei Boss ein neues Herz, sprich neue Läufe, verpflanzt. Und die sind nicht im Chopperlam-Verfahren hergestellt worden, sondern qualitativ absolut ebenbürtig als sogenanntes Dovetail-Bündel gefertigt worden. Und das Schöne daran ist, dass man an den Beschussstempeln klar erkennt, es handelt sich hier um ein Patronenlager mit 2,75 Zolllänge, das heißt 70er Patronen mit Gamebore im Sinne von Viertel- und Halbchoke, lässt sich hier aus den 71 cm langen oder 28-Inch langen Läufen perfekt verschießen. Nun, zur Firma Boss kann man viel sagen. Es ist wohl einer der renommiertesten Hersteller dieser Welt und die Anzahl der Patente, die unter der Federführung von Thomas Boss angemeldet und eingetragen wurden, ist endlos. So zum Beispiel haben wir hier eine Kombination, die im Alltag sich besonders positiv hervorgetan hat, weil eben belastbar. Je mehr Komplikationen in so einem System verbaut wurden, desto anfälliger wurden sie. Und wer schon mal ein Roundbody mit Single Trigger und Full Self-Opening Mechanismus besitzen konnte, der weiß, ein Lied davon zu singen. In diesem Fall haben wir einen klassischen Square Body mit einer gerundeten Bar, so nennt man das, diesem Doppelabzug und natürlich auch dem Self-Opening Mechanismus. Das Laufbündel, das ich jetzt noch mal ganz kurz anklingen möchte, ist fantastisch verarbeitet und lässt keine Wünsche offen, ist natürlich, was Laufwandstärken angeht und natürlich auch mit den entsprechenden Chokes absolut belastbar, sogar Stahl kann man hiermit verschießen. Natürlich nicht die ganz groben Brocken, aber Stahl in der Größe von 7 mm für den Parcours, 7 mm, Nummer 7 für den Parcours dürfte kein Problem sein. Nummer 6 müsste ebenfalls noch gehen, wobei ich jedem empfehle, der diese Flinten zur Jagd trägt, weder eine Ente noch sonst irgendetwas mit Stahl zu beschießen, sondern dann bitte etwas tiefer ins Portemonnaie greifen, Bismut oder Tungsten oder zumindest kupferplated Weicheisen zu benutzen. Die Flinten danken es einem nicht nur durch Langlebigkeit, sondern auch das Wild stirbt lieber angenehm als qualvoll. Also, sofern man davon sprechen kann. Nun, zurück zu den Flinten. Die beiden sind in der Werkstatt perfekt überarbeitet worden, haben ein neues Finish bekommen. Die Fischhaut wurde komplett nachgeschnitten und die Schäfte wurden auf die Maße des neuen Eigentümers perfekt angepasst und mit einer sehr schicken belederten Kappe ausgerüstet. Das kleine B mit dem Krönchen ist natürlich der Verweis auf den Eigentümer. Und nun hat er mit diesem Flintenpaar nach diesem sehr umfangreichen Werkstattcheck ein absolutes Traumpaar. 3,1 Kilo und ein ganz klein bisschen darüber wiegen beide Flinten. Von daher gesehen perfekt für 30 Gramm Jagdladung und eine wirkliche Freude, diese Flinten zu schießen. Self-Opener heißt, nach abgefeuerten Läufen
öffnet sich das System lediglich durch Betätigen des Oberhebels. Die Patronen werden ausgeworfen. Der Loader nimmt die leergeschossene Kanone entgegen und reicht die nachgeladene, sodass es munter weitergehen kann und große Strecken zu absolvieren sind. Also ein absolutes traumhaftes Paar, das in Balance, Eleganz und natürlich auch Belastbarkeit ganz hervorragend ist und sicherlich absoluten Besitzerstolz auslöst. Und wenn man dann noch ein bisschen schießen kann, ist es noch schöner. Also, so viel zur Vorstellung. Sie heißen nicht nur Boss, sondern sie sind auch für den Boss. Ihr Ralf Faschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe.